Es ist 4 Uhr nachmittags im Bandim-Viertel von Bissau. Gleich beginnt die Probe für sie, die Netuschte Bandim. Das ist portugiesisch und bedeutet Bandims Enkel. Ihr Leiter, Hector Diogenes Casama. Seine Musik- und Tanzkompanie hat mehr als 100 Mitglieder. Sie wollen die Kultur von Guinea-Bissau erhalten. 23 traditionelle Tänze haben sie bereits vor dem Vergessen bewahrt. Ein Teil unserer Arbeit besteht darin, in eine spezielle Region zu fahren, wo eine ethnische Gruppe lebt, und dann Informationen zu sammeln über ihren Tanz, ihre Musik und ihre Kostüme. Später arbeiten wir hier in Bissau dann in der Gruppe mit diesen Informationen. Seit der Gründung im Jahr 2000 haben die Netuschte Bandim fast alle lokalen und nationalen Karnevalparaden gewonnen. Besonders bei der Jugend sind sie beliebt. Mit traditionellem Tanz und Musik hat die Gruppe bereits viele Kinder von der Straße geholt. So wie Miguelinho Soares da Gama. Er ist ohne Eltern aufgewachsen, heute ist er ein bekannter Trommler. Ich war früher ein Straßenkind. Ich lungerte herum, machte viel Blödsinn, zum Beispiel stehlen. Die Netuschte Bandim haben mein Leben komplett umgekrempelt. Ich studiere jetzt Jura an der Universität. Hector Casamas Initiative hilft Teenagern, ihre eigenen Talente zu entdecken und Hindernisse im Leben zu überwinden. Die meisten Kinder in Netuschte Bandim sind Straßenverkäufer, Waisen. Sie verbringen 70% ihrer Zeit, indem sie arbeiten. Wir unterstützen sie mit Bildung und bei der Gesundheitsversorgung. Die Organisation finanziert sich allein durch die Shows ohne Hilfe von außen. Die Hälfte der Einnahmen wird ausgegeben, um die jungen Tänzer zu unterstützen, wie Maíra Paulino Diu. Sie hat gerade ihren Abschluss gemacht. Ich war Verkäuferin auf dem Markt. Die Gruppe hat mir geholfen, dass ich jeden Tag zur Schule gehen kann. Jetzt bin ich nicht mehr auf dem Bandim-Markt, ich bin den ganzen Tag in der Schule. Die Gruppe bietet auch Alphabetisierungsprogramme für die Eltern an, dazu Berufsausbildungen für die Jugend. Momentan haben wir Partnerschaften mit verschiedenen Schulen und Trainingszentren. 10 bis 15 Jugendliche nehmen an den Kursen teil. Doch vor allem geht es ihnen um den Schutz der Kultur in Guinea-Bissau. Die haben sie bereits in viele Länder gebracht, sogar den weiten Weg zum Karneval in Brasilien.